So, ihr kleinen Fleischkäse-Gückchen, weil ich das gerade als Aufnahmetest für meine Sounds benutzt habe, aber egal. Ich begrüße euch zu einer weiteren Aufnahmesession hier in Let's Play Tales of Berseria. Und das letzte Mal sind mehr heftigere Dinge passiert, wie zum Beispiel, der stand in einem Kampf gegen Artorius über. Eigentlich sollte ja damit ja Velvets Ziel erreicht sein, nur leider ging es in die Hose, weil der Hirte Artorius scheinbar viel zu mächtig war. Er war auf Level 60. Und wir waren zu schwach dafür. Auch wenn man gemerkt hat, dass wir einen kleinen Strichlein abgezogen haben. Aber das tut es nicht zur Sache. So, während dieses Ereignisses wurden wir natürlich von den ganzen Exorzisten umzingelt und wurden in einer verzerrten Dimension oder so gebracht, was mit dem Erdenpuls zusammenhängt. Und die wurde anscheinend von Liveset geöffnet. Wie auch immer, hat Liveset jetzt seinen Träger verloren und wäre eigentlich kurz vor dem Stern gewesen, bis sich die gute Eleanor dazu entschlossen hat, kann man sagen, sie als Gefäß zu benutzen. Eher auch immer, ihr wisst ja, das ist immer noch dieses typische Hirten- oder Provisor-Prinzip, wo man halt einen Malak oder Seraph, wer gesagt, einen Pakt mit denen schließt, damit sie überhaupt weiterleben. Was ein bisschen doof ist. Aber okay. Nun, sie gehorcht uns jetzt eigentlich grob gesagt hier gerade. Also wir hatten sie in einem Duell besiegt und an sich scheint sie aber auch etwas geplant zu haben. Und natürlich müssen wir es so tun, als sei nichts passiert, denn Velvet und Eisen haben natürlich alles belauscht. So, das wären erstmal die ganzen Erklärungen und nach wie vor läuft diese Aufnahme auch in einem Livestream. Deswegen werden Chat-Interaktionen nach wie vor fortgesetzt. So, damit wäre die Erklärung jetzt zu Ende gebracht. Ich würde mal gerne noch schnell das Mikrofon richtig hinstellen. So. So. Okay. Bevor wir jetzt aber gleich weitermachen. Seitdem wir Eleanor da haben, habe ich auch vorgehabt, sie zu benutzen. Zumindest mal hier so als Charakter zu testen. Und ich will gerne sehen, ob ich ihr irgendwelche Ausrüstungssets geben kann, die sie vielleicht mehr gebrauchen könnte als das, was sie jetzt hat. Wie sieht es denn mit den ja, doch, mit dem Stiefeln bin ich jetzt zufrieden. Der Rest ist Nasenpopel. Seelenlanze, hat sie vielleicht noch was Besseres? Nein. So, ich denke, damit starten wir auch erstmal jetzt hier durch die ganze Gegend. So. Okay. Dann sehen wir mal zu, hier von hier wegzukommen. Denn wir müssen erstmal herausfinden, wo wir überhaupt sind. Weil, nachdem wir uns wieder in unsere Welt teleportiert haben, irgendwo am Arsch der Welt, ja, brauchen wir erstmal wieder einen Überblick, weil es wird anscheinend eine Möglichkeit geben, Artorius zu besiegen, wenn wir eine gute Freundin von Margilo finden. Und ich habe sogar ein gutes, merkwürdiges Gefühl, dass ich schon weiß, mit wem ich es hier zu tun habe. Oh. Oh. Neues Battle-Theme. Oh, aber ich mochte das alte mehr. Kann ich das irgendwie umändern? Das ist ja belastend. Seelenbrecher, luftiger Schlag mit drei oder mehr Seelen während der Bereitschaft oder einer Kombo gedrückt halten, um luftiger Schlag zu aktivieren. Eleanor wirbelt ein Ziel in die Luft und schafft so eine Gelegenheit für eine Kombo. Seelenbrecher können nicht abgewehrt werden, daher wirkt dieser Angriff auch als Abwehrbruch. Anders gesagt, das ist Eleanors Fähigkeit, was ich auch in dem Demo-Part nicht zeigen konnte, weil ich zu retarded für alles war. So, dann fetzen wir dich mal schön runter. So sieht das ungefähr aus. Wir fetzen die nur auf den Boden. So, ich hatte auch vor der Aufnahme mal so nachgeschaut, ob ich was bei ihren Moveset was verändern kann. Und das habe ich auch getan. Zumindest halt, was die Magie-Artes angeht. Weil von Kombos besitzt sie noch nicht so viel. Und privat, ehrlich gesagt, ne, ich spiele ja Eleanor. Zumindest hatte ich sie in der Demo als Zweitmeisters gespielt. Das heißt, es kann sein, dass ich jetzt eine Weile mit Eleanor ein bisschen spielen werde, damit wir halt mal ein paar andere Charaktere in Action sehen, weil wir hatten in den letzten Aufnahmen wirklich fast nur mit Velvet gespielt und das müssen wir jetzt auch ein bisschen wieder verteilen. So, wie sieht's denn hier im Chat aus? Wie geht es denn den ganzen Leuten? Wie hattet ihr euren Montag genossen? Denn diese Aufnahme wird doch an einem Montag aufgenommen. Toro, du bist wahnsinnig! Wie kann man an einem Montag aufnehmen? Wie kann man nicht an einem Montag aufnehmen? Selbstgespräche sind auch sehr, sehr merkwürdig. Hör bitte damit auf. I can't make promises like that und das war belastend. So, ich könnte theoretisch gesehen sogar schon ihre Mystiker sein. Ja, ich denke, das würde sich vielleicht gut anbieten. Wenn ich die Gelegenheit kriege, es einzusetzen. Wenn ich mit einer Seele unnötig hier durchs Leben kämpfen müsste. So. So, so gut ich weiß, hatten wir in der Demo sogar diese Mystiker schon gesehen. Deswegen ist es jetzt nicht so Spezielles.
Lifeset, ich hätte nichts gegen weitere Frost Aids. Wobei, der heilt mich ja sogar schon wieder langsam. Eigentlich hat ja eh nur noch selbst eine Heilungsarte, aber ich habe sie nicht ausgerüstet, weil ganz ehrlich, ich sehe sie nicht wirklich als Heilerin an. Und holy moly, könntet ihr mal bitte aufhören, mich ständig dann hier zu verwirren? Ach ja, ich habe jetzt sogar schon wieder genug Seelen. So, dann fetze ich euch wieder runter oder auch nicht. Dann fetze ich euch jetzt runter. Ja, denke, ich muss mich echt hier mit dir wieder ein bisschen umgewöhnen hier. Weil normalerweise fetzt ja mit Velvet immer alles weg. So, aber irgendwie fliegt er auch nicht mehr runter. Hier, ich fetz dich jetzt weg. Stirb! An Altersschwäche. Sehr gut. Es ist Montag. Wie glaubst du, geht es mir an einem Montag? Na, blendend würde ich an der Stelle sagen. Ja, keine Ahnung. Ich meine, es gibt Leute, die haben auch angenehme Montage. So, dann, oh Gott, also es ist auf jeden Fall hier schön belagert mit Brücken und whatever. Aber ich möchte natürlich hier weitermachen, also ich möchte jetzt nicht direkt in diese eine Höhle da gehen, die angezeigt wird, sondern es gibt anscheinend ein Elite-Monster und den möchte ich jagen. Und zusätzlich möchte ich ein paar Gegner hier zusammen verbinden, weil XP sind immer wertvoll. So, aber ich denke, wir machen das mal hier wieder ein ganz normales. Wir sind aber eigentlich auf Level 19, ich muss mir das doch mal überlegen, ob ich das wirklich tun soll. So. Würdet ihr bitte runterfliegen? So, dann kriegt ihr noch schön meine ganzen Magie-Artists hinterher gespammt und noch eine Fetzung. So. Ich wünschte... キラハガネかも。キラハガネ虫？剣や武器の素材になる金属だ。限られた地方でしか取れないレアメタルだな。キラハガネの産出地なら、ここはエンドガンド領か、アイルガンド領か、どちらにしろミッドガンド領から相当離れた辺境だ。声量も大した人員を配備していないだろう。さすが海賊。金目のものと警備には詳しいな。 Ich wollte gerade sagen, ich wünschte, Eleanor würde jetzt halt nicht in so einem fucking Auftrag hier mit uns rumgammeln, sondern sie würde ehrlich hier bei uns beitreten, aber ich hoffe, dass... Ändert sich noch im Laufe der Story. So, aber nicht immer, okay. どうしたの? ライフセット。女の人が見かけ通りじゃないとして、男は見かけ通りなのかなと思って。そうね。男は単純な生き物だから。男は単純。ほう、まるで男のことなら何でも分かっているような口ぶりじゃの。 どうせサンプルは家族だけじゃろうて。そうやって人を下に見てればいいわ。ほう、その口ぶり。お主の恋人はさぞや素敵な殿方なんじゃろうの。そうね。顔はどんなじゃ？背は高いのか？低いのか？あんたに教える必要ない。いつもスイングドアの向こうにいた人ゆえ、足元しか見たことなかった。とか言うまいな。 図星かい。素敵な方思いじゃの。その話読んだことある。確か足だけおじさんっていう小説。へえ、そんな小説があるんだ。私も読んだことありますが、切なくて甘酸っぱくてとても面白い小説です。未読なら一度読んでみることを強く勧めます。アルトリウスを殺して 暇になったら読むわ。あ。僕が聞きたかったのは、男が見かけ通りかどうかなんだけど。 Also irgendwie hat Velvet schon Spaß mit den Aussagen mit ich töte Adetorius in Eleanors Nähe zu bringen, ne? So, geh mal weg, du Hapje. So, sei gegrüßt, Chemnitz. Schön, dass du im Stream eingeschaltet hast. Es gibt noch mehr Gesprächsereignisse, und zwar die Mysterien des Pendels. Geht's schon wieder um Savit?
しかし地上でキラハガネを見つけるなんて珍しいよな。鉱物の産地とはいえ採掘は大変だって聞いたぜ。鉱物の採掘は山師と呼ばれる職人たちの技術や経験がものを言う。同じ鉱物が発見された土地の水質や植物などを調べ、似た環境にある土地へ行って鉱脈を探るのが常だ。それでも見つからないこともあるんだから大博打だよな。 もっと簡単な方法はないのか。ペンデュラムを使って地下水や金属のありかを探る方法もあるって本で読んだことがある。ダウジングじゃな。ダウジング。ペンデュラムは地面に向けてぶら下げて、マギンプン。ましない、唱えるとあら不思議、先っぽについておる鉱物が金銀財宝やら地底湖やらをクンクンワンと鍵当ててくれるのじゃ。 眉唾ね。占いと同じで当たるも八卦、当たらぬも八卦。山師の名には博打打ちの意味も含まれておる。なんでそんな占い道具みたいなものをザビーダのやつは武器に使ってるんだ。やつは戦闘中風で振り子の軌道を制御していた。無知や縄よりペンデュラムの方が風で操りやすいんだろう。なるほどな。面白い技を考えたもんだ。 そしてもう一つは自身の力の強化だ。精霊には大きく分けて治水化風、4つの属性があり、それぞれの属性は相克関係にある。風は地を克する。風の精霊であるザビーダが地属性の鉱物を手にすることで力を強化できるんだ。精霊がそのようなことまで計算を。ペンデュラムが精霊の力に反応するなら、 ダウジングで鉱脈を見つけることもできそうだね。ああ、穴がちバカにしたものじゃない。そしてザビーダの野郎もふざけた口を叩いているが、戦いに関しては緻密で計算高い。小難しいことを考えて武器を使っておるんじゃの。お前は考えてないのか。考えておるわい、愛しき人のこと。あんたは何も考えず、 Indeed. Okay, dann können wir natürlich mit ein bisschen Magipui. Magipui war es zumindest laut der letzten Aufnahmesession. Oder laut der vorletzten. Ja, das war vorletzten. Und, ja. Kann man das auf Herz benutzen. Aber Savet ist natürlich nicht so einer dieser Leute. Und, hab hier bitte. Komm mir nur dann zu nahe, wenn du den hier zusammenbringst. Hier, komm. Komm. Oh, wollte gerade sagen, du siehst nicht aus wie dieser Elite-Monster, oder? Bist du's? Ach so, bist du nicht, okay. So, dann, nein. Ich würde dich schon gerne vernichten. Nein. Okay. Dokuro nimmt mir natürlich auch gerne die Arbeit weg. Kannst du gerne mit den anderen ja auch machen. Man muss aber eigentlich auch sagen, der Seelenbrecher von Elenor ist eigentlich fast genauso praktisch wie die von Velvet, weil die lässt sich immer sofort benutzen und damit kann man eigentlich die Stoßanzeige auch sehr schnell aufladen. Finde ich persönlich gesehen mehr als nur praktisch. So, aber ich hoffe, wir stoßen bald auf dieses Elite-Monster. Auch wenn es leider, so gut ich weiß, wie bei den ganzen anderen Vorgängern, keine XPs gibt, ist es trotzdem wichtig, dass wir sie abgehakt haben. Zumindest die meisten davon. Ich kann euch nicht garantieren, dass dieses Projekt eine 100%-Marke kriegt. Zumindest halt nicht in meinem ersten Durchlauf. Anta, chotto ii? Katanagiri no nakama ka? Ha? Kuruna! Ey, Boy, ich wollte dich nur eigentlich nach dem Weg fragen. Du brauchst es ja nicht gleich in die Hose zu machen. Und bitte flutsch mal weg. Der scheint aber auch ziemlich verzweifelt zu klingen. Okay, das heißt, irgendwie wird die Gegend ein bisschen terrorisiert. Wir müssen natürlich herausfinden, wie das, wer natürlich dafür verantwortlich ist. So, aber ich kriege irgendwie zurzeit gerade keine weitere Seele zusammengesammelt.
Ich würde sonst gerne meine Mystikkarte einsetzen, um das zu beenden, aber mir fehlt eine minimale Anzeige. Würdest du mal bitte sterben? Nein, böse. Oh! Okay, Lifesteal beendet das für uns. Immerhin episch. だから話を聞きなさいって。怖がらないで。この人は大魔師だよ。私は一等大魔師エレノアです。落ち着いて話を聞かせてください。確かに大魔師だ。けどなんで大魔師がこんな奴らと一緒に。極秘任務の途中なのです。ここがどこか教えてもらえませんか？ できればみなとの場所も。どこって、アイルガンドリオの角に靴島だ。この渓谷を進めばみなとに出る。バンエルティアにつなぎをつける。お願い。もう一つ、刀斬りってのは何だ。ああ、最近この辺りで暴れてるゴーマでな、剣士ばかりを狙ってその刀を叩き切るんだ。 一刀大魔師まで何もやられてる。だから刀斬りか。そいつの刀は異国で作られた技物でな。盗んでやろうとスミカを探してたら襲われちまったんだ。異国の技物、あんたも気をつけた方がいい。背中の王たち刀斬りに見つかったらやばいぜ。ああ、 Also irgendwie kann man schon Vorteile ziehen, wenn man Eleanor eigentlich bei sich hat. Und wie es wohl aussieht, habe ich sogar ein Gefühl, wer dieser terrorisierende Boy ist. Oder dieser Dämon in dem Fall, der die ganze Gegend hier unsicher macht. Das könnte wahrscheinlich jetzt dieser Kerl sein, den Rokuro eigentlich die ganze Zeit sucht. Wie heißt du nochmal? Shigure. So, Lifesets Buch. その古文書、あなたは読めるの？うん。いろんな言葉を勉強したけど、これは見たことない言葉で書いてあるから。エレノアは読めるの。うん。私もこの言語は初めて見ます。このような珍しい古文書をどこで？え？それはオートで掘り出し物を見つけたのよ。この子、本を読むのが好きだから。 意外ですが、精霊は読書好きなのですね。ビエンフーもしばしば読書をしていました。そうなんだ。ええ。何を読んでいたのかは知りませんが。僕を読んだでふか？ビエンフーも本が好きなの？イエス！本は素晴らしい知識を与えてくれまふからね。でも、Aランクの僕が読む本は、ライフィセットのようなお子ちゃまには難易度が高いかもでふけど。 好みの人間女子を口説いて器にする方法。可愛い子ちゃんとスキスキスキンシップ。ビー！口説くってどういう意味？知らなくていいから。あ、はい。とりあえずこの本は全部没収。問いただしたいことがあります。ビエンフ、後で厳しく尋問させてもらいますよ。ビエン！ Also bitte, Bienfu, wie kann man so schmutzig sein? Und, Alter, das scheint dir zu gefallen. Ha! Zang! Rokuro, nanka tanoshisou da ne. Ore wa yasha da kara na. Yasha? Tatakai no kishin. Oh, kitte nanbo tte gouma nano sa. Demo, katanagiri wa ikoku no katana de taimashi mo tawashita tte. Kowaku nai no? 死ぬのかか?
死ぬのは怖くないが、生きたいとは思う。切ることが俺の存在そのもので欲なんだ。それを満たすために切る。生きるなんてな。他者を切り殺すことが生きがいだなんて、ゴーマはどこまで行ってもゴーマなのですね。身も蓋もない言い方だな。Okay, ich habe mich wirklich wieder in den Gesprächseignissen so vertieft, dass ich wieder den Überblick verloren habe, dass hier eigentlich so ein random Goma vor uns steht. So, nun, damit der Chat hier nicht ein bisschen tot bleibt, können natürlich irgendwie random Fragen gestellt werden, oder, naja, für die Leute, die dieses Spiel eigentlich auch zur Zeit spielen, könnt ihr euch ja auch ein bisschen dazu äußern, wenn ihr natürlich wollt. Hauptsache, ich möchte den Stream nebenbei nicht langweilen. Wobei, vielleicht habt ihr ja so auch ja diesen Moment erwischt, wo ihr einfach so nur die stillen Beobachter seid, anstatt hier so zu denken, versuchen wir ein bisschen aktiv zu schreiben. Ich meine, es ist jetzt nicht typischerweise halt so ein normaler Livestream, wie man es normalerweise kennt, wenn ich zusammen viel mit Dennis und Dreamer oder so streame. Ist natürlich selbstverständlich. Aber ja, ich versuche es zumindest nicht langweilig zu gestalten. Es ist halt einfach ein typischer Aufnahmestream, so wie ich das natürlich bezeichne. Okay, dann wird es Zeit, dich auch runterzufetzen. Und ich habe das Gefühl, hier werden wir auch wieder etwas länger brauchen. Deswegen, nimm mal bitte meine Mystic-Guards und stirb mal bitte instant. Macht das eigentlich Flächenschaden, wenn ich es neben andere Gomas einsetze? Das habe ich noch nie wirklich so ausprobiert. So, nochmal fetzen. Und nochmal fetzen. Und nochmal fetzen! Und nochmal fetzen! Ich sagte... Und nochmal fetzen! Ich sagte nochmal fetzen! Okay, also irgendwie fetze ich nur noch mit Elinor. Das ist merkwürdig. Oh, hat mich dieser Vogel gerade merkwürdig angegriffen? Bitte stirb mal kurz. Ja, ich denke, mit ihr muss ich mich nach wie vor ein bisschen gewöhnen. Sie hat einfach halt ein geringes Moveset. Sogar in der Demo hatte sie mehr Skills als hier am Anfang. Das ist merkwürdig und wir sind sogar schon fast auf dem Level wie auf der Demo. Das ist weird. Random Frage, überleg. Magst du Katzen? Ja. Ihr habt zumindest keine Gründe, sie nicht zu mögen. Obwohl der Fakt doch darin besteht, dass ich noch nie eigentlich ein Haustier habe. Beziehungsweise hatte. Mir ist aber doch bald aufgefallen, dass die Expedition zurückgekehrt ist. Was haben die Expeditionsboys hier schon wieder an... Oh mein Gott, ihr seid echt eine Schande, wenn es um die Vanilltier geht. So, versucht's nochmal. Und diesmal will ich sehen, was es nochmal für Schätze gibt. Ah ja, Moment, das sind ja unsere gesammelten Schätze soweit. Ich bin kurz weg, Leute. Okay, bis dann. Gute Antwort. Ich sehe auch gerade, dass der Drobomix da ist. Hallöchen, Drobomix. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, und der nächste Elite-Boss ist irgend so ein Vogelfiech, der Angst vor mir hat? Ach, Moment, das ist ein Horus und natürlich hat er Freunde mitgebracht, die Harpyon Brothers. Dann fetze ich euch erstmal alle runter. Und sehe noch zu, oh Gott. Ja, ich denke, es ist gut, dass ich Magin und Liveset mitgenommen habe, weil die fokussieren sich jetzt nicht wirklich auf die da hinten. Und Rokuro, bitte vernichte einfach alle anderen Harpyon. Ich werde mich um den hier kümmern. Oh Gott. Oh Gott. Dieser Vogel erinnert mich ehrlich gesagt sogar an den von Cestira, weil dieser Skill, den er eingesetzt hat, der kam mir sehr vertraut vor. Und das war ein belastender Skill, weil das könnte mich verwirren und meine Compadres angreifen. Ah! Nein! Oh Gott! Verschone mich! Oh mein Gott, ey. Das bedeutet Hundefutterkrieg. Nimm das! Oh Gott. Ah, Moment. Er hat meine Blockbewegung beeinschränkt. Was? Was? Er hat X... Ah, Moment. Das könnten die Harpyon gewesen sein. Falscher Alarm. Ich hatte jetzt gerade kurze Zeit Hoffnung gehabt, dass wir XPs durch Elite-Monster kriegen. Aber mein Traum wurde schon wieder zerstört. Und die Karte meint angeblich, dass es hier 4 Schätze hat. Jetzt hat es nur noch 3 Schätze. Wieso fällt mir diese Anzeige erst jetzt auf? Das ist gerade ein bisschen peinlich.
So, und holy moly, 331 Katzen sehen. Ich glaube, wir müssen uns für die nächsten Katzentruhe weniger Sorgen machen. Soweit. Okay, dann laufen wir jetzt auch mal wieder zurück. Beziehungsweise, sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Weil ich möchte nicht auf dem richtigen Weg sein. Warte, wie stelle ich das nochmal hoch? Achso, ich kann ja die Höhe einschalten, okay. Warte, wenn ich jetzt wieder mal wieder nach oben gehe. Ach so. Okay, wir waren. Es gab eigentlich nie einen Umweg. Na dann. Ah, da gibt es sogar den nächsten Speicherpunkt. Aber da will ich nicht hin. Da liegt natürlich auch eine Truhe, die aufgehoben werden möchte. Mit diesen komischen. Was stellst du eigentlich da? Ich muss mal den Namen lesen. Du siehst aus wie irgendwie so eine Hexe in so einem Hasenkostüm. Du nennst dich sogar Hexe. Aber du bist in einem. Das sieht doch aus wie so ein Hasenkostüm. Ein Normal bist du auf jeden Fall nicht. So. Hinfort mit dir. Ja, ich glaube, irgendwie fange ich langsam an, Elinors Skill den Fetzer zu nennen. Weil ganz ehrlich, damit fetzt man ja echt alles. Hat der Hunger? Okay. Das heißt, die Gesichter ihrer Karten sind unterschiedlich? Die sahen für mich immer gleich aus. I called fake. Oh, und der Teleporter muss unbedingt aktiviert werden. Dann können wir jederzeit wieder zurückkehren. Zumindest halt in der Ruine zurück. Und der Fanboy ist drin. Willkommen im Stream. Mach's dir bequem, heb deine Füße auf den Tisch und wirf hoffentlich deine Sachen nicht um. Das wäre eine belastete Situation. Hab ihr. Wie wär's mal, wenn du hier... Oh, Alter. Dann machen wir halt hier nochmal eine kleine Aufwärmrunde nebenbei und gehen dann einfach direkt weiter. So, den Fetzer. Okay, dann halt nicht mehr den Fetzer. Oh Gott, ich muss mich echt an diesen Skill hier noch gewöhnen, ey. Weil ich habe das Gefühl, ich setze ihn manchmal unweise ein. Ja gut, Velvet, oder? Ja, Velvet, oder? Ja, Velvet hat ein Level abgekriegt. Moment, dann ist sie jetzt auf Level... Ja gut, eigentlich können wir mit diesem Levelstand direkt weitermachen, weil ganz ehrlich, es sieht nicht gerade so aus, als ob Grinding hier notwendig ist. So, dann speichern wir jetzt natürlich auch ab und gehen natürlich weiter. Hi, nicht wundern, wenn ich nicht viel schreibe, ich zocke nebenbei noch etwas. Alles gut, ich judge ja niemanden dafür, das habe ich ja schon bereits damals gesagt. So lagen offene Ohren und natürlich die Stimmbeobachter auch. Bisschen mit Glotzen, natürlich nicht permanent. Ist ja eigentlich alles gut. So, gut, dass ich gerade euch hier zusammen tue und ich habe keine Seele verloren. Das bedeutet, es wird wieder runtergefetzt. Also jetzt wird es schwierig sein, Donny meine Seele zurückzukriegen. Gib mir meine Seele zurück. Hier, ich werde dich mit einem Feuerball bewerfen. Ja, Rokuro, ich denke, du solltest die anderen zwei da hinten helfen. Sie scheinen wieder gefokust zu werden. Ja. Würdest du mal bitte aufhören? Die ganze Zeit in der... Alter, das ist genau wie am Anfang, als wir in Hellerwies waren. Da waren diese ganzen Fliegeviecher fast unmöglich zu treffen. So, weg mit dir. Bald haben wir wieder unsere Mystic Arts ready. Nur ich brauche noch eine Seele, um sie zu maximieren. So. Okay. Ja, ich denke, ich kann mich an Elinors Mystic Arts sogar sehr gut daran gewöhnen. So. Und weg mit dir. Ich sagte, und weg mit dir. Sehr gut. So, du bist der Nächste, der gefetzt wird. Nimm das. Also irgendwie kann das Ding auch One-Hit-Kill-mäßig sein. Das fällt mir auch gerade so nebenbei auf, weil jedes Mal, wenn ich damit treffe, verliere ich schon fast über die Hälfte. Ist das hier zufälligerweise... Ah, okay, es ist nicht der richtige Weg dorthin, aber... Och, komm schon, ich will da hin. Guck doch mal, wie viele Katzenseelen da rumfliegen. Ich fühle mich betrogen. Ich fühle mich sowas von betrogen. Kann ich diesen Stein kaputt machen und da runterrollen? Diese Steine sehen zumindest echt so aus, als könnte man die kaputt machen. Die fallen einfach so auf.
何？敵よ。その刀はセーランか。異国の技者を振るうゴーム。あんたが刀斬りね。Okay, ich wollte gerade sagen, wenigstens ist er besiegbar. So, dann wird es Zeit für unseren nächsten Kampf hier. Und ich denke, ich werde vielleicht sogar nach diesem Kampf dann nochmal wieder zu Lokuro umsteigen. Oh, sogar mit 1,85 Schwäche. Dann hau mal schön drauf, Magilu. Eigentlich hatte ich sogar mehr erwartet. Du scheinst ja anfällig gegen Eisattacken zu sein. Oder zumindest sollte das irgendwie Wasser darstellen. Dann sehe ich natürlich zu, dich mit meiner Eisarte da noch zu treffen. Geh mal weg. Okay, dann fetze dich doch unten. Bye, bye. Und ich glaube... Alter! Der Typ ist mächtig, das gebe ich zu. Okay. Ey, der kann auch wenigstens reden, konnte ich gerade feststellen. Oh Gott, diese Explosion, die war gerade heftig. Nein! Nein! Nein. Nein. Oh, oh. Weg hier. So. Der scheint echt eine harte Nuss zu sein. Geh mal weg. Lifeset, wie wär's mit dem Mystikard? Du könntest uns damit wirklich den Arsch retten. Du läufst nicht zu denen. Und jetzt noch meine Eisarte. Oh Gott, ey. Ja, und das war's. Oder auch nicht. Dieser Typ ist echt ein harter Brocken, ey. So, das soll es gewesen sein. Endlich. Nante katai yatsu. Makasero. Koi. キリがいがあるぜ。ロクロ！邪魔をするな！仲間を殺す気ですか？ならあんたを殺す。すまん。 つい熱くなった。知っているやつなのか？刀だけな。あれはセーランって刀だった。セーラン？何だっていいし、刀に用はないわ。港に急ぐわよ。